Greif mich, Morgan. Träume ich? Au! Nein. Wohlan und hört die Kunde vom Ei aus Avalon. Ihr habt hoffentlich einen guten Grund, euren König zu dieser frühen Stunde zu wecken. Der Hahn hat noch nicht mal gekräht. Siehe, die Nachtwache hat einen Drachen gesichtet. Direkt über Camelot. Sonst noch was? War die Nachtwache etwa diesmal wirklich wach? Kommt ja selten vor. Ich habe es höchst selbst gesehen. Der Drache hat was verloren, eine Art Feuerball. Oh. Ein Drachenei? Mordsteufel! Die Mutter wird bestimmt zurückkommen und danach suchen. Niemand darf davon erfahren, klar. Sonst gibt es eine Panik. Finde dieses Ei, Ulfin, und zerstöre es. Oh, wie oft soll ich dir noch sagen, eine Prinzessin schleicht nicht durch Flure und lauscht. Ich lausche nicht, Madame Birgit. Ich höre zu und ich muss los. Musst du nicht, Prinzessin. Das Frühstück wartet auf uns. Eine zukünftige Königin erscheint pünktlich und bereit zum Frühstück. Immer höflich und charmant. Das ist die Devise einer jungen Frau von Welt. Ein Drachenei? Sicher? Das Drachenlexikon irrt sich nie. Das ist ein Ei eines Drachens aus Avalon. Sie legen nur alle 100 Jahre eins. Wir könnten es doch genauer untersuchen und so dann... So selten wie gefährlich. Komm ihm nicht zu nah, denn es bringt Leid und Tod. Was bedeutet das? Mein Gott, ist das schön! Oh, Ulfin hat Befehl, es zu zerstören. Wir müssen es verstecken. Das dürfen wir aber nicht. Wir müssen es auf jeden Fall Ulfin geben. Der König hat recht. Wenn ein Drache aus Avalon Camelot angreift, wird er alles zerstören. Es muss einen Weg geben, das zu verhindern. Bringen wir es zur Tafelrunde. Wie sollen wir das Objekt denn finden, wenn wir gar nicht wissen, wie es aussieht? Mein Gott, es ist eine simple Mission. Es ist ein Objekt, anders als andere. Fertig. Rund oder eckig, nicht groß, nicht klein, einfach anders. Und es könnte bewohnt sein. Und kein Wort über diese Sache. Oder ihr verschimmelt im Kerker. Jetzt müssen wir ein Floh im Schafpelz suchen. Es heißt, eine Nadel im Heuhaufen suchen. Aber dein Ausdruck ist auch sehr poetisch. Auf jeden Fall ist es wahr. Madame Birgit sollte Guinevere wirklich mal beibringen, wie eine Prinzessin zu kommunizieren. Sie bittet um ein Treffen der Tafelrunde. Seid ihr sicher? Danach suchen Sie? Nun, ich sehe kein Problem. Wir geben Ulfin das Ei. Mission erfüllt. Warum sollen wir irgendwas riskieren für das? Du klingst genau wie Morgan. Ihr seid euch ganz schön ähnlich eigentlich. Das ist ein lebendiges Wesen und aus der Zauberwelt dazu. Geben wir es dem Drachen, der es verloren hat, zurück. Stimmt. Die Mission ist wie gemalt für die Tafelrunde. Nur total unmöglich. So gesehen probieren wir es doch aus. Aber wo sollen wir nach dem Drachen suchen? Gar nicht. Er kommt zu uns. Wir locken ihn auf die Dächer von Camelot. Er findet das Ei und fertig. Exzellenter Plan. Bin dabei. Wir widersetzen uns dem Befehl von Meister Ulfin. Er hat uns befohlen, dieses mysteriöse Ding zu suchen. Aber es zu suchen heißt doch nicht, es zu finden. Und es nicht zu finden ist kein Widersetzen. Für die Tafelrunde! Für die Tafelrunde! Leute, wir haben ein Problem. Wo ist das Drachenlexikon? Wir müssen ihm beim Schlüpfen helfen. Oder es wird sterben. Na gut, ich nehme ein Schwert und er ist frei. Dafür brauche ich doch kein Buch. Ja, ganz vorsichtig. Haha! Es ist ein Tier aus der Zauberwelt, Gawain. Kein Frühstücksei. Da steht's. Dracheneier brauchen sehr viel Wärme zum Schlüpfen. Knapp! Erstattet Bericht! Keine Sorge, Arthur. Wir halten ihn hin. Und? Noch immer nichts gefunden? Soll das ein Witz sein? Getreide? Ein Käserad? Ein Kürbis? Ist das etwa alles? Naja, der Befehl war nicht sehr klar, hä? Das ist zwar geheim, aber naja, was soll ich machen? Ich sag's euch einfach trotzdem. Wir suchen ein Drachenei. Nein! Psst!
Ja. Merlins Baum. Habt ihr da schon gesucht? Er ist gar nicht da. Mordsblut, umso besser. Arthur, brauchst du Hilfe bei der Suche? Ja. Los, durchsuch das ganze Haus. Nicht anfassen! Finger weg! Gut, durchsuch den Kerker. Und? Ist es geschlüpft? Mm-mm. Es ist zu kalt und wir können es nicht länger verstecken. Es muss schnell schlüpfen und nach Hause fliegen. Ich habe eine Idee! Hallo, hey, hierher! Riecht das gut! Und? Doch immer nicht. Es braucht mehr Wärme. Prinzessin Guinevere? Oh! Puh. Drache in Sicht! Drache in Sicht! Komm, retten wir das Drachenbaby und Camelot. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Hört ihr das? Es knackt. Und zack! Flieg nach Haus. Komm, mein Großer, zu deiner Mutter. Flieg los. Seht ihr ihn irgendwo? Ist er geflogen? Arthur, der kleine Drache gehört zu seiner Mutter und nicht zu dir. Jetzt wird es noch schwieriger für uns, es zu verstecken. Drache in Sicht! Bogenschützen, auf eure Posten! Oh, Sapperlot, Ulfin, das Ei ist noch nicht zerstört. Naja, ich muss es erstmal finden, Ziel. Knappen! Freunde, das hört sich verdammt nach Kerker an. Es sei denn... Verflixt, gib es zurück, du hast kein Recht dazu. Das ist mein Straußenei. Es geht hier doch um die Sache. Mit etwas Glück hört Ulfin auf, das Drachenei zu suchen. Und das Glück ist das wertvollste Gut eines Ritters. Nicht mal Ulfin verwechselt ein Straußenei mit einem Drachenei. Ah, das Drachenei. Alarm! Der Drache kommt zurück! Bogenschützen in Position! Kleiner Drache! Verflixt! Er kommt! Schnell, Arthur, nimm ihn! Komm, mein Großer, du bist ein Drache. Du schaffst das schon. Aua! Sapperlot, mein Knie! Mein Gott, Arthur! Hört auf! Sie wird uns nichts tun! Sie will nur ihr Baby zurück! Hör auf zu schießen! Gute Idee, Ulfin einen Knappen zum Verhandeln zu schicken. Das hilft uns, Pfeile zu sparen. Geschafft.
Sag mal, Ulfin, wenn das der Drache aus dem Ei war, was ist dann in dem anderen Ei? Eine echte Drachenschuppe aus Avalon. Welch ein Glück! Sie fiel einfach so runter. Bitte versprich Merlin nicht von diesem Abenteuer zu erzählen. Sonst sagt er nur, ich hätte ihm Bescheid sagen müssen und blablabla. Das ist wahr. Ich sehe schon, Arthur. Du sorgst immer für eine Überraschung. Aber dank euch kehren zwei Wesen in die Zauberwelt zurück. Es lebe die Tafelrunde! Es lebe die Tafelrunde! Und was ist mit deinem Ei? Was hat Ulfin dem König gegeben? Na, ein Hühnerei. Oh! Ulfin!